Hilfe! Nein, Drachi. Drachi? Ja. Wo bin ich hier? Hä? Ein's Gefängnis? Hallo? Hallo? Sind das auch Zucker vielleicht? Das ist ein Zucker. Drachi! Drachi! Jo! Halli! Halli, Spruch! Halli, Papa! Drachi, was Halli, machst du da unten? Ja, ich bin hier reingegangen, weil es mir Spaß macht, in einem Gitter zu sein. Was? Ich wurde gefangen genommen! Ja, aber warum? Wo sind wir? Ich hol dich da raus! Ja, gerne, aber ich weiß nicht, von wem ich gefangen genommen wurde. Ich muss aufpassen, dass das auch gerade war, nicht zurückkommt. Drachi, ich hol dich da raus! Was war das? Oh. Guten Tag, was bist du denn für ein hässliches Dingy? Ich bin kein Dingy. Ich bin eine Hexe. Und du bist von mir gefangen genommen worden. Und du wirst von mir gemästet. Weißt du warum? Ja, natürlich, ich weiß warum. Ganz einfach, damit ich fett werde und nachher kannst du mich essen. Hä? Woher wusstest du das? Hey, was? Das wirklich sein so? Nein, du kannst mich nicht messen. Es gibt nichts, was so lecker ist, was ich essen werde, damit ich fett werde, damit du nachher mich essen kannst. Bist du dir sicher? Und was ist mit dem hier? Oh, was? Wurst! Ich mag Wurst! Oh mein Gott! Ein Wurst! Nom, oh, das Wurst ist ein Lecker! Dann sehen wir uns später, wenn du noch ein bisschen fett wirst! Oh Mann, ist die doof! Die können mir tatsächlich einfach wirst! Drachi, bist du lebensmüde? Du kannst doch nicht einfach... Von der blöden Hexe das Essen annehmen und essen. Papa. Ja, Papa, komm, ich hol dich da raus. Das sind Würste. Ja, egal, ich brauche was fürs... Aber komm raus da jetzt. Ich bin jetzt raus. Was machen wir jetzt? Was machen wir, wenn die... Problem. Wir haben wirklich ein Problem. Was ist, wenn das Hexe kommt? Sie werden uns töten, wenn ich nicht da drin bin. Ja, warte, ich... Soll ich jetzt mal wieder rein? Drachi, ja, geh rein, wir müssen einen Plan aussehen. Okay. Wir machen einen Plan. Was machen wir? Hast du eine Idee? Wie bist du da überhaupt reingekommen? Ja, durch die Türe hier, wo sonst? Ja, bist du freiwillig da reingegangen, oder was? Ja, natürlich, ich bin hierher gegangen und hab gesagt, oh, das ist eine tolle Türe, komm bitte, Hexe, lass mich rein! Natürlich nicht, ich wurde gekidnappt! Okay, Drachi, ich hab den ganzen Wald nach dir abgesucht, weißt du, was ich mir für Sorgen gemacht hab? Oh, nein, Papa, ich hab mir keine Sorgen gemacht, natürlich hab ich mir Sorgen gemacht. Drachi, es tut mir leid, dass ich dich nicht vom Kindergarten abgeholt hab. Ich dachte, Jonas erledigt das und irgendwie... Aber du weißt, dass ich gar nicht erst im Kindergarten war, oder? Ah ja, stimmt, ich hab dich ja weggeschickt, da war ja was. Ja, wir waren auf der Suche nach Maverick und nachher war mega lustig, die ganze Zeit war Maverick da. Und ja, aber das war auch gefährlich. Aber Maverick ist Geschichte. Und ich weiß, wie sind wir denn hierher gekommen? Was? Drache, wie sind wir hierher gekommen? Ah, Papa, wir sind hierher gekommen, ich weiß doch nicht wie. Mann, du fragst mich Sachen. Ja, weißt du noch irgendwas? Ich weiß einfach nur, dass ich hier aufgewacht bin. Ich bin auch hier aufgewacht. Da ist überall alles aus Zucker. Sag mal die Wand ab. Komm, sag mal die Wand ab. Sag die Wand ab. Ich bin mit... Sag sie ab. Oh. Und die haben alle verschiedene Geschmäcker. Das dort ist Zitroneneis und dann haben wir Orangeneis und Himbeereis und Erdbeereis und weißes Eis und grünes Eis und alle Eisarten. Außer dieser Kreis hier. Der besteht nicht aus Zucker, der besteht aus Metall. Oh. Hey, nicht alles abschlecken, du Verrückter. Oh. Ich hol dich auf. Papa, verlass mich nicht. Wenn Bier hier drüben machen. Ja, ist okay. Oh mein Gott, wo ist denn das Hexe? Abscheulich, da. Und? Bist du schon ein bisschen satter geworden? Ja, natürlich bin ich satter geworden, du hast mir Würste gegeben. Willst du noch mehr? Ja. Ja, doch, ich will mehr.
Du isst doch ganz schön gut. Wie wär's mit dem hier als nächste Speise? Kannst du mir bitte sagen, ob Drachen vielleicht eine gewisse Temperatur haben, bis wann sie nicht brennen? Ja, soweit ich weiß, können Drachen eine Temperatur bis zu 4500 Grad Celsius aushalten. Ach, und nachher fängt es an weh zu tun. Sag, du hast Hunger auf Steak! Danke! Frau Hexe? Ja? Ich glaube, Sie müssen ein bisschen Holz holen da hinten. Nein, will ich aber nicht. Ja, machen Sie es trotzdem, man braucht das immer sicherheitshalber. Holz, Vorsorge, wissen Sie? Du hast recht, du bist ein guter junger Mann, mach ich schnell. Ellie, was soll ich machen? Sag ihr, du willst Steak, ich hab Hunger auf Steak! Ich hab Hunger auf Steak! Ich will Steak! Was, du willst ein Steak? Na gut, dann hol ich dir schnell ein Steak. Bis gleich! Steak ist eine gute Idee, Ellie! Steak war eine gute Idee! Ja! Ich hab auch voll Hunger auf Steak! Aber wir haben noch ein anderes Problem, wie holen wir dich da jetzt raus? Keine Ahnung, willst du ein bisschen Hähnchen? Meinst du? Ja, gib mal her. Es ist geräuchert, das Hähnchen. Gib her. Komm mal her. Da. Ui. Danke. Hähnchen für dich. Drache, wir müssen hier weg. Was machen wir? Meinst du, wir können einfach flüchten, oder? Na, die wird uns suchen. Wir müssen die irgendwie abhängen. Aber ich habe eine Frage. Ja. Warum wollte sie meine Temperatur wissen von Drachen? Drache, sie will dich backen. Nur, die will mich backen. Die will dich essen, deswegen mästet sie dich. Aber ganz schön kross backen, oder? Ja, wahrscheinlich. Aber dafür braucht sie einen Ofen. Drache, ich hab eine Idee. Wenn sie gleich mit dem Steak hier wiederkommt, überleg dir irgendeine dumme Ausrede, dass... Lock sie in ihr Haus. Sag ihr die Temperaturanzahl. Sag ihr... Papa. Ja. Ja. Das hinter dir ist ein Ofen. Was ist Ofen? Das hier? Ja, das ist ein Ofen. Das ist der Ofen? Oh. Ja, das ist ein Ofen zu sein. Oh, pass auf. Ach, ich hab ne Idee. Sag ihr, sie soll den Ofen vorheizen auf 900 Grad. Vorheizen, das Feuer schon anmachen, sonst funktioniert das nicht. Sag, du bist schon, fühlst dich schon ganz fett. Genau, ich hab eine Idee. Ich hol dich dann raus und dann mach einfach mit, okay? Ja, 900 Grad ist angenehm. Ja, ist gut. Ich hab eine Idee, wenn sie gleich wiederkommt, denn sie soll 900... Oh, ja, du musst weg. Papa, du musst weg. Gute Idee. Steak. Ich brauch Steak. Steak. Ich freue mich schon auf Steak. Steak wird lecker. Oh, nee, warte mal, wir haben einen Plan. Halt dich an den Plan. Hallo, kleiner Drache, ich habe ein Steak für dich dabei. Möchtest du kross und fett werden? Na, wissen Sie, ich bin schon kross und fett. Ich bin sehr fett. Wissen Sie, ich glaube, Sie wollen einen Drachen backen. Nein, das habe ich gar nicht vor. Doch, haben Sie, ich weiß das. Ellie hat mir das gesagt. Wer ist Ellie? Ein Stimme in meinem Kopf. Ah. Eine Stimme in deinem Kopf, das scheint sehr verständlich zu sein. Ja, wissen Sie, Sie müssen den Ofen auf 900 Grad vorheizen, sonst können Sie keine Drachen backen. Das machen wir auch so in Draconia. Ja, das klingt einleuchtend, Drachen backen 900 Grad, dann stelle ich jetzt den Ofen ein, mein Feuerzeug holen und gleich alles anzünden. Ellie, ich bin bereit, ich brauch deine Hilfe. Drache, wir müssen warten. Du musst mich gleich. Wenn sie vor dem Ofen ist, lass mich raus. Und dann schupfen wir sie in den Ofen, Drache. Genau, das machen wir. Komm, lass mich rein, lass mich raus, Mann. Können wir den Ofen einfach zurück? Ja, wir können den Ofen zumachen. Okay, komm, hilf mir. Ja, ich muss warten, bis sie an dem Ofen ist. Ist sie schon an das Ofen? Nein, sie ist nach Hause gegangen. Sie holt ein Feuerzeug wahrscheinlich. Wenn sie gleich am Ofen ist, dann lass ich dich raus. Und dann mach ich die eine Tür zu und du die andere. Okay, machen wir so. Ah, das wird gleich lecker. Es gibt einen Drachenauflauf. Den hatte ich schon seit Tagen nicht mehr. Jetzt gibt es einen Backofen, der dann brennt. Okay, ich glaube, sie ist Drache. Komm, schnell. Komm, ich von der anderen Seite. Ganz ruhig von der anderen Seite. Okay, hoffentlich steht sie vorm Ofen. 3. So machen! Was genau macht ihr hier? Spinnt ihr in etwa oder was? Ah, das Feuer! Selbst schuld! Was passiert mit dir, wenn du dich mit uns anlegst? Oh, Drache, komm da weg!
Ich glaube, der geht's da drin nicht so gut. Glaubst du, sie überlebt das? Ich glaube, die ist nicht mehr, Drachi. Drachi, wir haben es geschafft. Aber du musst ihnen helfen! Drachi, nein, sie wollte dich essen! Sie wollte dich essen! Vergesst das nicht, sie ist böse! Das war das Problem mit dieser Lady. Sie ist böse! Ja, sie ist doof. Wo sind wir hier, Drachi? Ich habe eine Frage. Ja. Was glaubst du, ist in diesem mysteriösen Haus drin? Und wer ist das? Hier ist was. Da vorne der Typ. Was zum? Ich glaube, wir sollten ihn fragen gehen. Bist du sicher? Ja. Okay, geh du vor.